Freunde, moin Meister! Wie ihr wahrscheinlich schon in anderen Videos gesehen habt, sind Felix und ich in Österreich und vielleicht geht es auch in diesem Video um 10 Fakten über Österreich. Also Leute, ich hoffe, der Vorschlag hat euch gefallen und viel Spaß mit dem Video. Pau, 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 pau! Und wenn wir uns jetzt mal hier um 180 Grad drehen, dann könnt ihr da unseren Balkon sehen und ja, die 10 Fakten über Österreich, würde ich sagen, drehen wir mal da, wo unsere Aussicht ist. Und jetzt zeige ich euch mal unsere Aussicht von unserem Balkon. Also kommt mal mit. Ja. Komm mit. Jetzt zeige ich euch mal unseren Ausblick von unserem Balkon. Oh, was haben wir denn hier? Ein Stuhlbaum. Ja, da würde ich mal sagen, wir pflücken gleich mal einen Stuhl, ne? Ja. Fantastisch, meine Damen und Herren. Dann können wir auch jetzt gleich beginnen. Dies, meine Damen und Herren, ist unser Ausblick von unserem Balkon. Ist einfach heftig. Und jetzt würde ich sagen, drehen wir hier mal das Video. Da sitzt auch schon mein Assistent. Mega schick. Und ich würde sagen, let's go. Der Rapper Moneyboy hat 2008 in Österreich Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert. Also ist er Magister. Also Leute, was lernen wir daraus? Urteilt nicht vom Aussehen, sondern lernt erstmal den Menschen kennen. Kommen wir zu dem zweiten Punkt. Gummistiefel. Was? In Tirol gibt es einen Gummistiefel Weitwurfwettbewerb und der Rekord liegt bei 67,31 Meter. Wie das? Also würde ich sagen, den brechen wir mal. Habt ihr was gesehen? Bis zur Kirche. Ach du Scheiße, hast du diese Explosion gesehen? Scheiße. Wir müssen weg hier. Apro. Mach Kamera raus, schnell. Ach du Scheiße, hast du diese Explosion gesehen? Österreich war das erste Land, was die Todesstrafe abschaffte im Jahre 1787. Und ich würde mal sagen, das ist klasse. Denn meine Meinung dazu ist halt, Leute, die die Todesstrafe eigentlich verdient haben, die haben ja was sehr, sehr Schlimmes getan. Und wenn sie tot sind, also ich glaube halt nicht an Himmel oder Hölle, merken oder spüren dann halt nicht das, was sie getan haben. Und deswegen bin ich der Meinung, dass sie lieber sehr, sehr lange ins Gefängnis gehen, damit sie wirklich spüren, gequält werden, was sie halt angerichtet haben. Also Leute, nicht umbringen, sondern fesseln und wählen. Das ist meine Meinung. Milch ist für Babys. Wenn man erwachsen ist, sollte man ein Bier trinken, laut Arnold Schwarzenegger. Felix, gibst du mir bitte mal kurz eine Milch? Das hat er nicht gesagt. Hat er nicht. Kommen wir zu dem nächsten Punkt. Durchschnittlich werden 600 Erdbeben in Österreich registriert. 30 bis 60 davon nimmt die Bevölkerung wahr. Hallo? Ist jetzt mal gut hier? Ey, hallo? Okay, reicht. Okay. Komm, das glauben die Zuschauer. Reicht. Also Erdbeben gut geschauspielert. Top. Reicht. Du hast übrigens eine Fliege an dem Knie. Monatlich rufen noch 80.000 Österreicher bei der Zeitauskunft an. Dies teilt die Uhrzeit und die Zeit mit. Was soll ich dazu sagen? So alles bla 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 ist das, ne? Ich sitze hier in meinem Stuhl, Hashtag sitzen, und das ist doch bla bla bla. Ja, super. Heute wieder ein perfekter Tag zum Uhrzeitschauen. Dann rufen wir direkt die Zeitauskunft an, gell? Ja, grüß Gott, miteinander. Ich bin gerade dabei, ein Video zu drehen und ich rufe gerade mit dem Handy an. Ich würde gerne mal wissen, wie spät es ist. Ah. Ja, super. Ja, freilich. Gut, schönen Tag noch.
Grüß Gott, servus. Fast 75% Österreichs werden land- und forstwirtschaftlich genutzt. Und das ist maximal uninteressant. Und deswegen würde ich sagen, gell, kommen wir mal direkt zum nächsten Punkt. In Oberösterreich gibt es ein Dorf mit dem Namen Hühnergeschrei. Es ist einer der wenigen Orte, woher man nicht weiß, wo der Name stammt. Und ey, gell, ich würde mal sagen, ich erkläre euch das jetzt. Es war einmal vor langer Zeit in einer namenlosen Stadt. Und da schrie ein Christophorus einfach vor sich rum. Oh mein Gott, Leute. Also hier in Österreich sind ein paar ältere Menschen gerade bei uns im Hotel. Und ich glaube, dieser Schrei, der war gerade etwas laut. Ich glaube, wir müssen das jetzt beenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Deswegen würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Hab euch lieb. Moin, Meister.